Könnte das sein? Ich würde das persönlich nicht übertreiben. Okay. Ich würde das nicht übertreiben, aber vielleicht ist eine gute Stelle, dann die Wandlung im Leben Ludwig Wittgensteins zu erläutern. Der Ludwig Wittgenstein war der Jüngste. Und nach den Erinnerungen von Familienmitgliedern, ein sehr sonniges, nicht besonders intelligentes Kind. In England wissen wir, der war bekannt, weil er so gut Englisch geredet hat, als Student, als junger Mann, so als 20-Jähriger, und auch für seine Manieren. Warum haben Sie gedacht, dass er nicht so intelligent war? Weil vorher solche Genies waren in der Familie. Das natürlich. Ich meine, natürlich, das sind drei Genies, die komponieren alle und schieben die Kompositionen unter den Teppich. Und der Ludwig war am wenigsten musikalisch, und das Kind überhaupt nicht. Wir hören zufällig heute Klarinette. Wittgenstein hat Klarinette gespielt, aber das, ich meine, zwar nicht ganz zwangsläufig, aber das hat er erst gegenüber in der Lehrbildungsanstalt gelernt, weil er musste ein Instrument spielen, um Musikstunden in der Schule zu geben. Musikübungen. Der hat sehr spät begonnen, selber zu musizieren. Und interessanterweise hat er sehr schnell seine Klarinette weggeworfen. Die Klarinette kann man in Kirchberg am Wechsel sehen, so im Wittgenstein-Museum. Kann auch seine Milchflasche dort sehen. Als Historiker, ich habe mein Bedenken, weil wie man feststellt, dass eine Milchflasche Ludwigs Milchflasche ist, ist mir unklar. 100 Jahre, 100 Jahre später. Oder was. Auf jeden Fall, der hat gepfiffen. Der hat gepfiffen. Und genial gepfiffen. Langsam war er, langsamer Leser, hat vieles auswendig gelernt, auch viele Musik. Und deswegen hat er ganze Sätze, so Klarinettemusik zum Beispiel, so gepfiffen, weil sie so gut gekannt haben. Und bei diesen Sachen, bei der Klarinette, bei der Pfeife, war für Wittgenstein der Ton absolut entscheidend. Mit der falschen Ton kann man gar nichts machen. Und das ist für Wittgenstein auch als Denker wichtig, Ton. Als Ludwig von Ficher im Laufe des Ersten Weltkrieges Wittgenstein mit einem Buch von Lyrik von Georg Trakl präsentiert hat, hat Wittgenstein darauf reagiert: Ich verstehe Sie nicht, aber Ihr Ton beglückt mich. Das Ton. Und das kommt wieder, wenn er über Rabindranath Tagore redet. Sein Ton ist so wichtig. Und vor allem über Henry Gibson. Der Henry Gibson, und das ist das Wesentliche bei Ibsen. Das ist das, was das Musikalische im Theaterstück bildet. Das Zwischenspiel, so zwischen die Stimmen. Da gibt es wieder was. Wir sagen, diese Stelle gibt uns ein ganz besonderes Gefühl. Wir singen sie uns vor und machen dabei eine gewisse Bewegung, haben vielleicht auch irgendeine besondere Empfindung. Aber diese Begleitungen, die Bewegung, die Empfindung, würden wir in anderem Zusammenhang gar nicht wiedererkennen. Sie sind ganz leer, außer eben, wenn wir diese Stelle singen. Also er möchte es pfeifen, er möchte es singen, er möchte es hören. Es ist eigentlich das, was Literatur ist. Wir hören sie mit Stimme, nicht mit gedruckten Buchstaben. Und für Wittgenstein als analytischer Philosoph, als Sprachphilosoph, ist das auch maßgebend. Das ist, was man sagt, kommuniziert einen Inhalt, aber wie man das sagt, genauso viel, wenn nicht mehr. Und der Ton, der Nuance, in der Sprache ist entscheidend, wenn man wissen will, was wirklich bedeutet wird. Und für ihn, sein Ruf als Philosoph, aus seiner zweiten und wichtigsten Periode, besteht genau daraus, dass man
also, dass man die Sprache in ihrer Tiefe erst versteht, wenn man die Kleinigkeiten nachgeht. Und das ist etwas, das musikalisch ist und das man musikalisch nachgehen muss. Einer der interessantesten... Darf ich einen Satz hinzufügen? Ja. Weil das ist für mich der wichtigste Satz für mich an diesem Nachmittag. Wenn man Wittgensteins späte Philosophie liest, das besteht auch aus Sätzen. Aus Sätzen, aus Fragen. Seine philosophischen Untersuchungen haben 748 Fragen. Nur 110 sind beantwortet und 70 absichtlich falsch beantwortet. Man muss mitdenken. Er will einen Weg. Er will nicht einen Weg zum Ziel. So, der Weg ist das Ziel. Und deswegen ist Wittgenstein evergreen als Philosoph. Jeder kann was drinnen finden. Jeder kann was drinnen finden, weil er eine stringente Denkweise, eine stringente musikalische Struktur von Themen und Variationen in seine Philosophie eingebaut hat. Ist es eine Transformation, die er macht? Er sagt immer wieder, ich denke oft, das Höchste, was ich zu erreichen möchte, wäre eine Melodie zu komponieren. Er möchte schon auch der Künstler sein. Ist es eine Transformation des Denkens in musikalisches Beschreiben, in die Architektur? Es gibt ein künstlerisches Moment. Ich glaube, es ist viel besser, Wittgenstein als Handwerker zu betrachten. Weil aus Handwerk entsteht auch Kunst. Ich war unlängst in einem Antiquariat, habe alte Möbel angeschaut. So, die Leute, die diese Möbel so hergestellt haben, waren Handwerker. Aber eine Schönheit sondergleichen ist durch ihre Arbeit entstanden. Und hier ist, wo ich Wittgenstein am besten platziere. Wie Schönberg im Vorwort zur Harmonielehre, es ist das gute Handwerk, das ich weitergeben will. Ich betone das aus dem Grund, es gibt jetzt viel zu viele Leute, die Wittgenstein mit einem Nietzsche so engstens assoziieren will. Das ist okay und das ist in Ordnung und das ist vielleicht sogar wichtig. Aber Nietzsche hat andere Ziele. Er wollte wirklich Künstler sein. Er wollte wirklich Künstler. Er wollte mit Goethe konkurrieren. Wittgenstein nicht. Für ihn, wie für Adolf Loos, ist es nicht das Schöne, das Ornamentale zu eliminieren ist. Die Ornamentierung muss authentisch sein. Das muss aus dem Stoff organisch wachsen. Das muss ein Teil der Gestaltung sein und nicht etwas, das man auf die Gestaltung tut, um sie zu maskieren. Wenn man eine Biografie schreibt, wird man zur Liebenden, sage ich jetzt bewusst, der Paul hat, das ist jetzt nicht besonders gut, das werden Sie auch sagen, aber diese Platte ist der Todträger, es war eine Platte, ja, ist kurz vor seinem Tod entstanden. Wir wissen also nicht, wie er gespielt hat. Wir können aus gewissen Kritiken sehen, dass er sehr gut gespielt hat. Wir wissen aber auch, dass seine Mutter ganz furchtbar über ihn gesprochen hat. Also er plagt sich so ab, er arbeitet sich ab, dass sein Bruder wirklich, er kann nicht mehr, er ist gestört, er hört ihn unter der Tür, hört er das Üben hervorkriechen. Also er ist in dieser Familie, hat er nicht die geringste Ermunterung erfahren. Die Kälte und die Feindlichkeit innerhalb dieser Familie ist schon erschreckend. Und es dürfen zwar diese zwei kleinen Buben, eben der Paul und der Ludwig, nachdem sich drei große Söhne umbringen, dann in eine Schule gehen,
in eine öffentliche Schule, eben Ludwig nach Linz, wo er dann in die Schule geht, wo auch Hitler geht, vergessen Sie das sofort wieder. Paul, wo wir nicht genau wissen, eine Klosterschule in Wien. Aber trotzdem, auch nach dem Krieg müssen alle in eine Militärschule gehen. Also es geht der Drill weiter. Es geht der Pierre Stoneborough in eine Militärschule, es geht der Louis Wittgenstein. Es bleibt bei einem militärischen Drill, bei einer Disziplin, wo man nicht weiß, wohin sie eigentlich führt und welches Ziel sie hat. Wie kann man sich das vorstellen, diese Familie? Und es geht die Produktivität dann eigentlich auch radikal hinunter. Die verkaufen alle ihre Häuser, der Tom verkauft das und der Peer und das Klimt-Bild wird verkauft und das passt ja gut ins Klimt-Jahr. Also dieses Mäzenatische geht überhaupt nicht weiter. Die Familie verschwindet auf eine Weise von dieser kulturellen Position, die sie hatte.